So, hallo, wir machen weiter. Jetzt hoffentlich wirklich mit Ori. Ich sage deswegen hoffentlich wirklich, weil gerade hatte ich schwarzes Bild und das war komisch. Okay, so, wir sind irgendwo hier. Richtig, Wasser ist wieder da. Wir können uns hangeln an allem möglichen Zeug. Oh, guck mal, hier haben wir. Hä? Haben wir das irgendwo liegen lassen? Oder komme ich da noch nicht? Hä? Wie kann ich das denn da oben liegen lassen? Gucken wir gleich mal hoch. Wie wir das hier finden, weiß ich auch noch nicht. Ach, Wiederaufbau ist das. Okay, dann brauche ich da erst so ein mehr Gorlegerz. Da komme ich noch nicht ran, das weiß ich. Ja. Und ansonsten. Backtracking hatten wir, glaube ich, hier. Ne, hier haben wir es noch nicht versucht. Hier sind wir noch nicht durch, richtig? Hier können wir jetzt weitermachen. Genau. Wir waren so ein bisschen am Backtracken. Richtig. Dann gehe ich jetzt einfach mal darüber. Und wir schauen uns mal hier so ein bisschen um. Bevor wir wieder Richtung Quoloch gehen. Das wäre jetzt so mal der Plan, den ich versuche zu verfolgen. Weil jetzt müssten wir. Hoppala. Hallo? Irgendwie dauert es, bis er die Waffe an. Hä? Hallo? Okay. Ich war nur gerade schlecht. Alles gut. Genau, jetzt müssten wir an die Kugel da unten rankommen können. Weil wir jetzt können ja durch das Wasser hier schwimmen. Das dürfte jetzt nicht mehr. Das große Problem sein. Bis auf die Sachen, die da drin rumschwimmen, aber. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Ja. Aua. Oha. Genau. Sehr schön. Gut. Aber wir brauchen dringend. Hoppala. Wir brauchen dringend eine Möglichkeit, im Wasser anzugreifen. Das ist noch nicht so optimal hier. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nee, okay. Dann gehen wir abermals hier entlang. Ah ja, ist ja gut. Mach dich mal weg. Oha. Scheiße. So, jetzt aber. Okay. Ist da oben irgendwas? Nee, ne? Da ist nichts weiter. Okay. So, jetzt können wir nämlich hier rein. Achso, das brauchen wir. Das hatten wir schon. Das brauchen wir nicht nochmal. Hier ist nichts weiter, ne? Nee, okay. Gut.
Sehr gut. Aber hier drin geht's nach unten, ne? Genau, ich wollte jetzt ja erstmal da... Ach so. Ach so. Hier komme ich zu diesem Luma-Szenenbereich. Da will ich eigentlich noch gar nicht dahin tatsächlich. Ja, dann gehen wir hier lang. Dann passt es schon. Oh. Okay, hier ist auch so ein riesiger Knochen. Dann komme ich da noch gar nicht durch. Schade. Dann probieren wir trotzdem mal hier, soweit es geht, zu kommen. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass hier irgendwas noch versteckt sein könnte. Ah, sieht aber nicht aus. Okay. Hier war ich schon, ne? Genau, richtig. Ich erinnere mich. Hier haben wir schon mal versucht, irgendwie rüberzukommen und an irgendeiner Stelle ging es dann nicht weiter. Ach ja, hier, weil hier auch Giftwasser war. Okay, jetzt ist hier kein Giftwasser mehr. Kann ich da durch? Nee. Muss ich das aufschießen? Nee, sieht nicht so aus, als ob ich das aufschießen könnte, oder? Nee. Aber hier kann ich wahrscheinlich durch. Ach, lol. Da kann man das aufmachen, okay. Oh, muss ich die Luftblase immer weiter... Ah... Ich muss die Luftblase immer höher bringen oder so. Beziehungsweise... Nee. Doch. Oha. Oh shit. Okay, vielleicht geht das auch noch nicht. Vielleicht muss ich dafür länger schwimmen können oder so. Wir haben ja Wege vor uns. Also wir müssen ja nicht da lang, wo wir jetzt lang wollten. Okay, aber interessant, dann geht es hier noch nicht durch. Okay. Dann komme ich hier vielleicht doch noch gar nicht runter? Fragezeichen. Vielleicht ist da auch ein Knochen im Weg. Aber dann porten wir uns erstmal hier hin wieder. Dann war da gar nicht mal so viel jetzt möglich. Ist in Ordnung. Wie gesagt, wir haben ja eigentlich einen Weg, wo es weitergeht. Mich interessieren ja immer nur die Alternativen. Okay, lasst uns ganz kurz mal gucken. Ganz kurz. Gerade runter und dann alles nach links hier hin. Okay, okay. So, und jetzt alles nach links. Und jetzt alles nach links. Jetzt bin ich hier. Wait, bin ich jetzt richtig? Ah doch, das ist doch der riesige. Das kommt einem immer gar nicht so groß vor, ne? Das ist schon alles enorm riesig hier. Das Schöne ist ja, wenn wir nicht weiterkommen da hinten, können wir uns jederzeit zurückporten. Also ist eigentlich auch gar kein Thema. Ist eigentlich auch gar kein Thema, wenn wir da ein bisschen jetzt kurz mal unterwegs sind. Dafür kommen wir ja dann wieder zurück. Schnell. Und ich kann halt nochmal gucken, ob ich irgendwas noch verpasst haben könnte. Aber ich glaube es fast nicht. Thank you.
Wo bin ich jetzt? Ja, oh, fast hier. Sehr gut. Oh, schön. Jetzt hier mit dem Wasser, ne? Sehr schön. Aua. Ah, ich hab's gewusst. So. Ja, also hier unten ist nichts mehr, ne? Es sieht schön aus, aber was Neues ist da nicht mehr. Gut, dann hier hoch. Und hier rüber. Genau. Vielleicht kommen wir jetzt zumindest hier hoch. Das wäre ja schon mal was. Da waren wir schon. Da ist auch nichts mehr. Okay, cool. Ja, super. Ich meine, ich weiß schon, warum die Gegner so stark sind. So, ich habe ja eingestellt, dass die stark sind, damit ich mehr Geld bekomme. Aber es ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Wenn man erkunden will. Oh mein Gott. So. Das lief doch schon ganz an. Okay, hier ist ein Schalter. Da ist ein Splitter. Sollte ich da rankommen, wäre das cool. Hier ist so ein riesiger Knochen. Sheesh, hier ist was los. Jetzt starte ich hier unten wieder. Oh je. Ja, vielleicht sollte ich für den Abschnitt mal kurz die Fähigkeit ausschalten mit dem Kopfgeld. Ist vielleicht nicht die beste Idee. Aber kann ich hier überhaupt irgendwas tun? Ich kann ja hier gar nichts machen. Ne, hier ist auch nichts weit. Ne, ich komme hier nirgendwo hin. Ne, okay, gehen wir. Dann gehen wir. Schalter finde ich jetzt auch nicht dafür, ist in Ordnung. Dann gehen wir weiter runter. Und gucken mal, ob wir da irgendwo noch hinkommen könnten, theoretisch. Oder ob wir hier auch gestoppt werden. Ach, mein Gott. Okay, einfach durch. Keine Lust, mich mit euch zu beschäftigen gerade. Hallo. Okay, war die falsche Taste. Ups. Ich hab vergessen, wie man Ori spielt. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Wie komme ich denn da hoch? Oje, oje. Hier irgendwas spannend. Aua. Ne, da ist auch nichts Spannendes. Okay,
Okay, hier komme ich jetzt so Schritt für Schritt wieder hoch. Ah ja, ich verstehe. Ja. Gut, jetzt komme ich hier ran. Na, das ist doch was. Mehr ist hier aber nicht, ne? Okay. Also dann hier rüber. Da ist auch was Hübsches. Geht es immer zu, wenn ich da hinkomme? Ah. Okay. Dafür muss ich schneller werden unter Wasser. Falsche Taste. Ah, ich treffe immer nicht. Jetzt. Gut. Oder von der anderen Seite ran. Nee, hat genauso keine Lust auf mich. Okay. Ist in Ordnung. Lernen wir bestimmt noch, wie das geht. Hier ist das Gerücht. Let's go. Ah, willkommen. Du kommst gerade recht. Ich habe diese Steine entziffert. Für den dahergelaufenen Beobachter mag es bloß ein Stapel Steine sein, aber ich sehe einen Schlüssel. Siehst du, wie lange? Einige lang und andere kurz sind. Es sind Noten einer Melodie. Ich bin sicher, das Lied öffnet dieses Tor zu den Mitternachtshöhlen. Ich weiß nur nicht wie. Oh, okay. Steinnoten lesen könnte. Aha. Okay, hier kann ich nichts tun. Hier kann ich auch nichts tun. Und da drüben wäre jetzt das Bäumchen. Ah, so nah und doch so fern. Ach, ist das ärgerlich. Hier wäre mein Bäumchen und ich komme nicht ran. Aber wahrscheinlich geht es hier noch nicht für mich weiter. Und hier kann ich auch nichts tun. Nee. Nee, keine Chance. Und ich schätze, das ist auch ein Rätsel, was ich noch nicht lösen kann. Nee. Ich glaube nicht. Okay. Wir gehen raus. Wir gehen zurück nach oben. Genau, hier hin. Und gucken mal, ob wir mit dem Gorlek-Erz schon irgendwas Neues bauen können. Könnte ja sein, dass wir schon wieder was bauen können. Hoppala, hoppala, hoppala. Ja. Ja. Projekte. Nee, ich brauche eins mehr, dann würden zwei... Ach ja, ich habe ja gesagt, ich wollte für die 10 hier sparen. Ich erinnere mich, ich wollte für die 10 sparen. Okay, wie sieht's mit anderen Sachen aus? Kann ich irgendwas leveln? Nee, das brauche ich eigentlich auch gar nicht. Also das würde ich nur kaufen, wenn wir nachher dann vervollständigen, so. Aber das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. Leveln. So. Also. Belastbarkeit würde ich hochleveln auf 30%. Klingt doch sehr vernünftig. Ja, auf jeden Fall. Zack.
Und dann könnten wir hier problemlos noch leveln. Oh, aber auch den Wurf. Okay, nein, wir leveln den Wurf. Let's go. Okay. Gut. Und dann gehen wir jetzt zu Morlock. Genug gequatscht hier. Da komme ich aber schneller hin über Schnellreise, richtig? Da war doch irgendwas in der Nähe. Habe ich okay, da ist eins. Abflug. Weil da hinten geht es jetzt ja hauptsächlich weiter. Let's go. Muss ich nur kurz gucken? Wollte ich da noch andere Sachen vorher schauen? Wollte ich hier... Hier müssen wir rein. Da ist Stuff. Hier einmal runter. Okay, und da hoch auch. Okay. Genau, hier hoch. Ja, da waren wir noch nicht. Gott. Und jetzt hier runter. Und dann hier hoch. Na, das geht doch jetzt wohl. Na bitte. Sehr schön. Das heißt, deshalb das Eck. Jetzt dann das Eck hier unten uns noch anschauen. Oh, habe ich den Schalter da oben gedrückt? Ja, okay. Tschüss. So. Dann bin ich jetzt genau am unteren Rand. Ach nee. Da geht es nochmal eins runter. Hier war das Ding. Okay, dann haben wir das da auch schon gemacht, oder? Ja, da oben ist nichts mehr. Okay, dann haben wir hier unten alles. Hier habe ich die Fähigkeit kennengelernt. Okay, alles klar. So, das heißt, hier hoch bin ich aus irgendeinem Grund noch nicht. Obwohl ich das schon eigentlich gekonnt hätte, oder? Ah, da bin ich einfach da nicht hoch. Okay, interessant. Wieso bin ich da nicht hoch? Habe ich das einfach übersehen? Ah, einfach eine Lebenszelle, die ich übersehen habe. Das ist natürlich dumm. Das ist natürlich richtig dumm. Okay. Ja, hätte ich problemlos hochgekonnt schon. Dann hätte ich aber auch da unten weitergekonnt, oder? Da bin ich ja auch nicht weiter. Dann bin ich halt einfach noch nicht hin. Okay. So. Ja, hier war ich einfach noch nie.
Das ist ja richtig schwach. Okay, hier ist auch irgendein Eingang. Und hier geht's einfach nur runter. Ja, easy. Spaltung. Okay, hat mit dem Bogen zu tun. Nicht so spannend jetzt erstmal. Ist da drüben noch was? Nein. Okay. Dann war es das auch schon hier. Mit dem Abschnitt. Okay, gut. Dann gehen wir hoch. Weil hier komme ich noch nicht weiter, offenbar. Falsche Richtung. Ich bin so dumm. Oh mein Gott, sehr gut. Habe ich das da oben? Ja, ne? Nein! Ja, her damit. Okay, habe ich das da oben? Hier? Da war ich, glaube ich, schon. Ja, da war ich schon. Okay. Okay, sehr gut. Dann kommen wir zum Stillen Wald. Hier runter können wir jetzt gleich gucken. Da muss jetzt möglich sein. Und dann hier geht es zum Stillen Wald wahrscheinlich. Da ist ja auch der Familiennachwuchs, genau. Da ist einfach so ein Ding in der Luft. Na, das holen wir uns später. Da kommen wir doch oft genug vorbei. Quolok! Ich hab alles gemacht. Willkommen zurück. Die Moki erzählen mir, dass du hast das klare Wasser dazu gebracht, erneut zu fließen. Ja, haben wir. Der Gestank, der einst über dem Brunnenquell schwebte, ist fort. Unser Sumpfland steht in deiner Schuld. Der Weg östlich des Stillen Waldes ist nun offen, doch gib Acht. Dort lebt sie, die von den Moki Shriek genannt wird. Ihr Herz ist zu Stein erstarrt, ihr Schrei bedeutet Leid. Ich bete, dass du deine Freundin findest, bevor sie es tut. Oha. Gefallene Freundin, oha, wir nähern uns, Kuh. Endlich habe ich jetzt mal den Namen auch gelesen. Kuh also. Okay. Okay. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde schwimmen hier. Aua. Jawohl, das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Na. Komm her, du Scheißfisch. So nämlich. Jetzt hat der Fisch mich im Dings erwischt. Oh Mann. Egal. Ich muss hier erst auftauchen. Und wieder runter. Auf der Seite ist hundertprozentig auch noch was Wichtiges.
Ah, du bist ekelhaft. Geh weg. Nice. Das wäre jetzt das 6. Gorlek-Erz. Wir könnten jetzt, aber ich warte erst auf die 10. Ich warte erst auf die 10. Wir machen erst das Große und dann machen wir die kleinen Sachen. Ich hoffe, dass das so gut funktionieren kann. Hier ist nichts weiter, okay. Ah, könnte knapp werden. Okay, geschafft. So, ist hier unten noch was? Ich glaube nicht, ne? Nevermind. Kleiner 50er. Her damit. So, und hoch wieder. Schau mal, wir haben schon wieder 1000 zusammen. Also kohlentechnisch ist es voll gut, was hier abgeht. Oha. Die Mühle ist wieder in Betrieb. Das Wasser fließt sauber. Quietschende Mühle. Rauschendes Wasser. Jetzt können wir fischen, jetzt können wir schwimmen. Okay, tschüss. Ja, das sagst du mir sehr bald, Spiel. Das ist mir schon bewusst. Ah ja. Okay, wir gehen erst da hoch. Ich habe mir nämlich schon gedacht, vielleicht ist da drüben eine Sackgasse. Dann will ich da vielleicht erst hoch und ja, will ich tatsächlich. Oh nö, ich komme hier nicht hoch. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Ich probiere mal was. Oh mein Gott, ja. Mit Damage Boost. Klappt alles. Sehr gut. Wie wäre das normal gegangen? Man weiß es nicht. Vielleicht lernen wir noch was, womit man höher aus dem Wasser springen kann oder so. Keine Ahnung. Okay, dann kann ich gerade raus. Weiter jetzt. Sehr gut. Oh. Das hat wehgetan. Ich hätte mich oben heilen sollen. Okay, da ist nichts. Ja, hier ist nirgendwo irgendwas. Okay. Falsche Taste. Ich habe das Viech schon gesehen hier. Okay, das geht nicht kaputt. Oha. Ist das schräg? Ist das schräg? Ach du Scheiße. Ja, das ist schräg. Ah, bist du ekelhaft. Vorsicht, Ori, dieser Wald ist uns nicht wohlgesinnt. Er gehört jetzt ihr. Oh, das ist schräg. Okay, aber schräg ist schon wieder weg. Ja, aber hier ist... Naja, doch noch ein bisschen weit weg, aber hier ist... Dann Kuh wohl irgendwo. Oha! Das ist kein gesundes Wasser. Das ist so richtig säureartig oder irgend so. Oder irgendwie sowas. Bäh. Bäh. Das hat ja gut funktioniert. Okay, was soll ich hier tun?
Okay, so vielleicht. Okay. Oha. Imagine, wir hätten noch keinen Dreisprung. Sheesh. Okay, hier geht's hoch. Wir gehen das mal nach links weiter, rechts weiter. Oder wir gehen das mal hoch. Wir gehen das mal hoch. Oh, hier wäre, glaube ich, ein Bäumchen, wenn es funktionieren würde. Aber ist kaputt. Key. Ah, Lichtträger, deinesgleichen ist nicht willkommen in meinem Garten. Als die Bäume dich am meisten brauchten, ja, da warst du weg. Sieh doch nur, mein Garten ist praktisch tot. Kalter Stein, rauer Staub. Nur ein Baum harrt noch aus. Ach, selbst sie ist nicht unversehrt. Verlasse diesen sterbenden Ort, ja, wie es deinesgleichen bereits getan hat. Es sei denn, du kannst meine letzte Tochter heilen. Trage ihren vergifteten Ast, Lichtträger. Finde einen Naturheiler. Mach wieder gut, was deinesgleichen falsch gemacht hat. Toter Ast. Naturheiler. Okay. Ich wüsste bisher nicht, dass ich jemanden gefunden habe, der das kann. Ich glaube nicht, dass ich hier weiterkomme. Nee. Aber wir behalten das mal im Hinterkopf, würde ich sagen. Denn das könnte mir eine neue Fähigkeit sein dann hier. Wenn ich das schaffe. Okay, sehr gut. Wichtig und richtig. Okay, jetzt bleibt nur der Weg hier. Ach, mit den Dingern kann man normalerweise hochspringen. Okay, ich verstehe. Scheiße. Die sind wie so Sprungblasen sozusagen. Ah, okay, alles klar. Schade. Nein, jetzt ist er gerade weg. Ach, du wirst mich doch veralbern. Okay, sehr gut. Ah, dann ist es mit dem Dreisprung angenehmer. Das ist auch in Ordnung. Haben wir noch nicht, ne? Ja, wir brauchen wieder zwei Stück. Ja, okay. Da ist dann schon mal Nummer 1. Ach so. Na gut. Das war eine kurze Quest. Ist da Gorlek-Erz? Nee. Ah, das ist so ein Ding. Okay. Aber wir gehen sehr schnell nach rechts. Ich glaube, wir sind... Lol. Sind wir bei Q? Nur noch eine schwarze Wand trennt uns von Q. Das wäre ja cool, wenn wir die jetzt treffen würden. Ich bin okay, ich bin gerade brutal gespannt. Still lag der Wald wie Asche und Knochen. Und seht ihr den Hintergrund? Hier ist sie. Hier ist sie. Das sind die Eulen. Wo es hieß, der Wald, in dem keine Eulen mehr sind. Hier finden wir Q. Und ich habe endlich ihren Namen gelernt.
Ja, oh mein Gott. Es war Zeit, heimzukehren. Ja, ich fürchte, das Spiel ist noch ein bisschen länger. Verlasse den stillen Wald. Das wird wohl nicht so leicht funktionieren. Lol, was? Auf Q habe ich jetzt den Bogen zur Verfügung. Ich bin gar nicht ausgewählt, aber ist okay. Ach, ich kann jetzt nur die zwei Fähigkeiten nutzen. Okay. Ich kann also nur noch schießen. Oha, und für Lügel schwingen. Okay. In die Richtung wird es nicht gehen, wa? Ja, das ist... Oha, ich verstehe. Und das ist jetzt zu hoch. Kann ich von Kuh irgendwie absteigen? Nee, okay. Da kriegen wir jetzt einen komplett neuen Abschnitt mit Kuh. Kann ich mich nicht einfach porten? Oh lol, ich habe das Familientreffen verpasst. Das wäre hier irgendwo gewesen. Ups. Schwierige Momente. Okay, dann machen wir das mal anders, logischerweise, weil ich kann auch gerade gar nicht absteigen. Okay. Oha, okay. Jetzt weiß ich halt nicht, ob man in dem Q-Abschnitt auch so geheime Sachen finden kann oder ob es hier jetzt wirklich nur darum geht, durchzukommen, in Anführungszeichen. Oh, hier ist die Asche. Ja, ich kann mein Zeug nicht nutzen. Hilfe. Was bringt mich hier unten ein Windstoß? Ach, fürs Feuer. Oh lol. Kollegerz. Irgendwas sagt mir aber, dass wir den kompletten Abschnitt irgendwann mal noch mit Ori spielen. Weil hier sind so viele Sachen, die für Ori eher sind. Ach nee. Du strahlst Hellgeist. Du störst die Stille. Unsinn. Sie hört, sie sieht. Und du, ja, du bist leicht zu sehen. Wir halten uns an die Stille. Jene, die es nicht tun. Ah, sie werden nie verschwinden. Okay. Ich weiß schon, ich könnte jetzt hier wahrscheinlich hochschweben. Ich will mich aber erstmal umgucken. Ist das gut, hier Geräusche zu machen?
Das sieht so cool aus, ne? Wieso geht es nicht kaputt? Frech. Okay, geht wirklich nicht kaputt. Schlüsselsteine hier, okay. Oh. Das war nicht so gut. Oh, Schlüsselstein. Oh Mann, das Problem ist, ich habe das Gefühl, wir werden Q wieder verlieren. Weil es geht ja nicht so weiter, sondern es geht ja weiter mit Ori am Ende. Also irgendwas wird passieren und das gefällt mir nicht. Hä? Noch einer, oder was? Wo habe ich denn jetzt den Schlüsselstein übersehen? Hier. Gotcha. Zu hoch. Noch einer. Vier Stück. Aber hier komme ich ja zum Beispiel nicht rein. Also das kann es nicht sein. Aber irgendwas muss da drüben sein. Aber da komme ich nicht rein. Keine Chance. Oh Mann. Dumme Viecher. Hier waren wir schon. Ja, so viele Optionen habe ich doch nicht, wo ich hin kann. Confused. Hast du noch einen Schlüsselstein für mich? Wer sich hier verirrt, wird selten gefunden. Ja, cool. Dass das Ding da drüben nicht kaputt geht, so, das wundert mich. Das wirkt so, als ob ich da durch könnte. Aber ich weiß halt nicht, wie. Ich versuche schon alles. Aber da fehlt noch einer. Bin ich denn dumm? Irgendwas sagt mir, dass ich irgendwas übersehe. Habe ich hier einen übersehen? Als wäre hier noch irgendwo einer gewesen. Vielleicht hier drüben? Ne, da ist nur... LOL. Okay, da ist tatsächlich einer einfach da oben. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass der in einem anderen Gebiet, also in einem anderen Abschnitt gefühlt ist.
Wie soll ich denn... Hä, okay. Ja, okay, alles klar. Okay, hast du gut gemacht. Ist hier drüben noch was? Ja, aber da komme ich nicht hin. Okay, cool. Lol, jetzt ist sie hier? Und jetzt darf ich keinen Lärm machen, ne? Sie hütete die Stille. Ich wette, wenn ich jetzt Lärm mache... Ich will es einmal probieren. Ich will wissen, was passiert. Aber ich wette, dann ist vorbei. Nein? Okay, ich dachte es vielleicht so, dass man da nicht durch kann dann. Okay, nein, dann ist es einfach nur so. Ich dachte, ich kann sie provozieren. Schade. Okay, wie es weitergeht im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.